Netflix! No, Netflix! Drill Room Part 3. Ich wurde mal gefragt, wer macht besseren Drill Rap? Obla Diet oder TSB und OPT? Ich muss ehrlich zugeben, weil ich auch deutschen Drill einfach liebe und ich finde, die Deutschen machen ziemlich guten Drill, finde ich TSB und OPT hiermit besser. Muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube sogar, die machen den besten Drill in Russland. Also ich kenne niemanden, der es besser macht. Vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der das noch geiler machen kann. Dann könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben und mir auf jeden Fall den Namen des Künstlers hinterlassen. Dann höre ich mir das auf jeden Fall gerne an. So. Ansonsten vergesst nicht unten die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren, ihr wisst, wie das läuft. So, wir hören uns das mal an, ich bin gespannt, ja, der zweite Teil, der hat abgerissen, der zweite Teil war Bombe. So, jetzt freue ich mich auf den dritten, let's go. Хэдшот, MVP, набитель оркестр здесь CCP. 19:45 in Berlin, Божестак, 6:03. Ich verstehe. In dem zweiten Teil wurde quasi ein Ausschnitt schon zu dem dritten Teil gezeigt. Okay, geil. Shit. Like Criminal Kalash. Oh mein Gott. Jungs, wer Criminal Kalash nicht kennt, haut euch das rein. Ist ein französischer Rapper. Ist ein geiler Typ. Müsst ihr euch mal geben. Сэмпла воздушная сила, два партия, как артиллерия. Алёк Дайби, это Дрил Актюр. То, что все плоки зовёт на тур. Рэпер краше Докси Лакому Флоу ставит его зубами до бордюр. Звук грязный, спасение тура. Блогер штампует свой хит, этот же Титаник, будто бы диктатура. Тут девица Мария, спагетти пич, шифром Италия. Продукт из России, как 40, всего на треке, красная армия. У меня много подходов, делаем стейки, выходим в топы. Забирай всю бумагу, стол, конкурс, запиши холпы. Ey,
das ist heiß. Das ist heiß. Die Jungs verdienen viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist einfach heiß. Das ist, das hat Vibe. Es hat einfach einen Effekt, wo du ausrasten kannst. Ist sehr geil. Mir gefallen diese Jungs tatsächlich. Mir gefallen diese Jungs sehr sogar. Drill Rap, Drill Root 2 habe ich mir, glaube ich, 500 Mal oder so angehört. Geiles Ding. Ich freue mich auf die nächsten Teile. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist so ein bisschen aufgebaut wie bei den Franzosen. Also, hört euch mal ein bisschen so französischen Rap an, ja? Criminal Kalash ist ja ein gutes Beispiel. Timal zum Beispiel könnt ihr euch anhören. Oder MHD. Hört euch die mal an und dann hört euch diese Jungs an. Es ist so ein bisschen von dem Aufbau her ähnlich. Aber die haben trotzdem eigene Energie drin. Meine Hoffnung wie Segel im Wind, umschließen die Wellen mit den Händen der Zeit. Und gewohnt so alleine zu sein, ein Schlag mit der Wimper, der Himmel ist frei. Wagen.